Club TV wird Ihnen präsentiert von Penta Hotel, Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Drittliga-Auswärtsspiel des Chemnitzer FC bei Eintracht Braunschweig. Die Partie findet am Samstag, den 23. November um 14 Uhr statt. Uns werden rund 500 Chemnitzer mit nach Braunschweig begleiten. Und dann begrüße ich natürlich auch direkt unseren Cheftrainer Patrick Klöckner. Wie jede Woche wieder mal direkt nach dem Training bei uns. Wie habt ihr euch diese Woche auf Braunschweig vorbereitet? Ihr habt sicherlich den Gegner stark analysiert, wieder euch darauf eingestellt. Anfang der Woche dann die Meldung aus Braunschweig. Neuer Trainer, sicherlich neue Umstellung oder eine Umstellung, ein neues System. Wie schwer macht es eure Vorbereitung für die Partie am Samstag? Ja, ein Trainerwechsel ist natürlich erstmal eine Sache, die man als Mannschaft verarbeiten muss, weil es ja nie einfach ist, konstant Leistungen abzurufen. Ich sag mal, in der Situation, wo du so viel Druck hast wie Braunschweig, die unbedingt aufsteigen wollen, die ihre Favoritenrolle klar kommuniziert haben und damit natürlich auch Woche für Woche extrem performen müssen. Ich finde, ein Trainerwechsel ist immer Fluch und Segen zugleich. Du hast natürlich die Spieler, die alles geben, um in die Startformation zu kommen. Du hast die Spieler, die versuchen, aus der Situation jetzt das Beste zu machen. Aber du hast natürlich auch den Druck, dass die Alibis weg sind, wenn man überhaupt davon sprechen kann, dass ein Trainer ein Alibi dargestellt hat. Und du hast natürlich die Situation, dass wenn ein neuer Trainer neue Mechanismen in Gang setzt, sprich Grundordnung, Spielsystem etc., dass natürlich da die Gefahr besteht, dass das noch nicht so eingespielt sein kann, dass die Automatismen sich noch dran orientieren müssen und die Spieler dementsprechend die Sicherheit in das System und in die Vorgaben des neuen Trainers bringen. Vorbereitet haben wir uns ja nicht nur die Woche, sondern auch in der letzten Woche mit dem Testspiel gegen Bremen und auch mit dem Pokalspiel. Wir wollten unwahrscheinlich viel testen, auch von den Spielern, die derzeit noch hinten dran sind. Wir wollten von unserer ersten Elf sehen, dass sie ihre Leistung immer wieder ausbauen und dass wir viele Dinge auch abstellen, die uns vielleicht in der Vergangenheit immer noch ein Stück weit gestört haben, aber natürlich auch unsere positiven Eigenschaften weiter vorantreiben, sodass wir sicherer werden, sodass wir gefährlicher werden, sodass wir souveräner werden. Und das ist ein Prozess, der dauert Woche für Woche an, Training für Training. Und das macht unwahrscheinlich Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, weil die da unwahrscheinlich Lust drauf haben, das umzusetzen. Und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehen darf und mit den Jungs trainieren kann. Diesbezüglich sind wir sehr fokussiert. Wir hatten eine Woche, die meiner Meinung nach sehr gut gewesen ist, also sowohl von der Energie, die rüberkam, als auch von der Umsetzung in der Konzentration. Wir denken, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Mit dem neuen Trainer ist klar, Braunschweig spielt zu Hause, ist der Top-Favorit, ist eine Mannschaft, wie eingangs gesagt, die aufsteigen möchte. Und diesbezüglich werden sie uns sehr wahrscheinlich hoch anlaufen. Ich gehe davon aus, dass sie mit zwei Stürmern spielen werden. Du spielst zu Hause vor 15.000, 20.000 Zuschauern. Ich glaube, du musst einen offensiven Fußball bieten. Und dafür steht ja auch Marco Antwerpen ein Stück weit, dass er das fabriziert. Und wir sind darauf vorbereitet. Du hast das Testspiel gegen Dresden angesprochen, das Pokalspiel auch in Krostitz genutzt, um der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Blicken wir da diesbezüglich gleich mal mit aufs Personal. Hat sich in diesen beiden Partien jemand aus der zweiten Reihe vielleicht in den Fokus gespielt, jetzt in die Startelf aufgedrängt? Und wie sieht es sonst aus? Musst du auf jemanden verzichten am Wochenende? Ja, aufgedrängt haben sich natürlich einige Spieler, aber es gibt ja immer keinen Grund zu wechseln, solange es funktioniert in den Punktspielen und die Jungs in ihrem Training dann ihre Leistung bestätigen. Was aber immer wichtig ist, dass man sieht, dass man gute Optionen bekommen hat. Und wir haben mit Sicherheit, ist an sein Leistungspotenzial rangekommen. Gegen Dresden war das eine hervorragende Partie über 90 Minuten, wo eigentlich kein Spieler dabei war, der nicht an seine Leistungsgrenze rangekommen ist. Gegen Krostitz im Pokal ist es natürlich eine andere Nummer. Das ist immer ein Stück weit auch dem Gegner geschuldet, der logischerweise jetzt unterklassig gespielt hat und man erstmal schauen muss, dass man trotzdem seriös das Spiel bestreitet. Das haben wir getan. Diesbezüglich bin ich froh, dass die Jungs so ein Stück weit auch ihren Stempel aufdrücken konnten und wir von der Bank her zwei, drei Positionen nachlegen können. Ja, vom Personal ist es die Woche sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Es ist sehr unglücklich. Paul Milde hat eine Grippe, der wird definitiv fürs Spiel ausfallen auf der linken Außenverteidigerposition. Mit Tom Doyle haben wir den anderen linken Außenverteidiger verloren. Aus privaten Gründen muss der nach Neuseeland zurück.
Und mit Boli haben wir natürlich in der Mitte einen Sechser, einen stabilen Sechser, der aufgrund seiner fünften gelben Karte ausfällt. Und das müssen wir alles kompensieren. Die nächsten Jungs müssen rein und müssen sofort abrufen. Jetzt rufen wir erstmal eure Fragen ab. Bitte der Griff zum Mikrofon und dann kann es losgehen. Thomas Doll, bedeutet das, dass der wiederkommt irgendwann oder ist der Vertrag aufgelöst worden? Bei privaten Gründen? Neuseeland ist ein ganz Stück weg. Ja, es sind, ich glaube, 16 Flugstunden, wenn ich mich nicht täusche. Es ist schon weit weg. Das werden wir sehen. Der Vertrag ist nicht aufgelöst worden, nein, sondern wir haben ihm eine gewisse Zeit gegeben, damit er die private Situation klären kann. Und da kümmern wir uns dann drum, sobald er uns eine Information gegeben hat. Ich sage immer, der Fußball ist schon die wichtigste Sache der Welt. Aber in dem Moment, wenn es um den Mensch geht, ist es absolut nebenrangig und zweitrangig. Und deswegen sind wir da auf die Situation so eingegangen, dass wir gesagt die Frage gestellt haben, wie wichtig das ist, und es war sehr wichtig. Und dann tun wir natürlich als Verein und ich als Trainer alles dafür, dass wir den Jungen helfen und natürlich die Situation mit ihm und seiner Familie dann gut bereinigt werden kann. Ja, bietet sich jetzt als Linksverteidiger noch an? Welche Option gibt es da? Ja, eigentlich keine gelernte Linksverteidigerposition. Es kann darauf hinauslaufen, dass wir die Grundordnung ändern müssen. Oder dass wir extrem improvisieren, aber das werden wir dann sehen und schauen wir mal, was wir da entgegensetzen werden. Weitere Fragen. Herr Tüppel, Sie haben es ja selber praktisch vorgemacht und in Braunschweig sind Sie auch ein werdender Trainer. Was ist vielleicht das Wichtigste? Das sind vielen Sachen, wenn ein neuer Trainer kommt, was er der Mannschaft geben kann oder was er machen sollte vielleicht. Ja, was er machen sollte, das kann ich ihm nicht sagen. Dafür ist er erfahren genug, erfahrener als ich als Trainer, muss ich in dem Moment auch sagen. Aber es ist, jeder ist unterschiedlich vom Charakter. Jeder hat eine andere Ausbildung genossen oder die Ausbildung anders wahrgenommen. Und jeder passt die Ausbildung auf sich selber an. Alles andere wäre ja Schauspielerei. Und wenn man nicht authentisch in dem Job ist, dann kann man sofort aufhören. Von daher, ich finde es immer wichtig, dass man der Mannschaft ein klares Gerüst mitgibt. Und dass man ihnen klare Handlungsanweisungen gibt, trotzdem jetzt bei dem Trainerwechsel eine gewisse Lockerheit stattfinden muss, weil es ja immer so ist, dass viele Dinge im Kopf bei den Jungs rumschwören, die erstmal wieder auf Null gestellt werden müssen. Und wenn die Jungs Spaß bei der Arbeit haben, können sie auch besser funktionieren. Und von daher dreht jeder die Stellschrauben anders. Und ich glaube einfach, dass, wie ich es eingangs gesagt habe, Fluch und Segen dahinter steckt. Je nachdem, wie es der Trainer angeht und dann auf die Mannschaft passt, kann es funktionieren. Aber es kann auch genau in die andere Richtung losgehen und die Mannschaft sagt, oh mein Gott, was ist denn hier los jetzt? Vom Regen in die Traufe kann genauso sein. Das weiß man nicht, das wird man erst sehen, wenn der Trainer ein paar Wochen performt hat. Weitere Fragen? Das sieht nicht so aus, dann sind wir direkt schon durch. Und dann wünsche ich natürlich den Kollegen, die uns mit nach Braunschweig begleiten, eine gute Anreise. Wir sehen uns dort und allen anderen ein schönes Wochenende. Ciao. Danke. Club TV wurde Ihnen präsentiert von Penta Hotel, Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz.